Man mag es kaum glauben, aber das für den Menschen gefährlichste Tier Afrikas ist das Flusspferd. Pro Jahr fallen mehr Menschen diesen Tieren zum Opfer als durch alle Raubkatzen des Kontinents zusammen. Der für diese Tiere auch geläufige Name Nilpferd stammt ausschließlich daher, dass diese Tiere erstmals am Unterlauf des Nils entdeckt wurden. Mit Pferden haben diese Tiere artenmäßig allerdings gar nichts zu tun. Vielmehr sind sie eher verwandt mit den Schweinen. Ein ausgewachsenes Flusspferd kann durchaus eine Schulterhöhe von 1,50 Meter erreichen und eine Körperlänge von über 4,5 Metern. Ein ausgewachsener Bulle bringt es dabei dann ganz locker auf ein Körpergewicht von über 4,5 Tonnen. Alleine schon der wuchtige Kopf eines Flusspferdes kann durchaus mehr als 450 Kilogramm auf die Waage bringen. Bei solchen Maßen sind die Flusspferde zusammen mit den Nashörnern die zweitgrößten Landsäugetiere unserer Erde. So behäbig, beinahe träge diese Tiere manchmal auch wirken. Das täuscht. Ein Flusspferd kann durchaus eine Geschwindigkeit von 48 Stundenkilometern erreichen. Flusspferde leben normalerweise in kleineren Gruppen, die in der Regel nie mehr als 20 Tiere umfassen. Wenn es Nacht wird auf dem schwarzen Kontinent, beginnt die Zeit des großen Fressens. Im Gegensatz zu den meisten anderen Katzenarten unserer Erde lebt der Löwe ausschließlich in Rudeln. Nach dem Tiger ist der Löwe die zweitgrößte Raubkatze unserer Erde. Da es in Afrika ja keine Tiger gibt, ist der Löwe somit das größte Landraubtier des schwarzen Kontinents. Ein ausgewachsenes Löwenmännchen kommt locker auf eine Kopf-Rumpflänge von über 2,5 Metern. Hinzuzurechnen ist dann noch der rund 1 Meter lange Schwanz. Ein solches Tier erreicht dann ganz leicht ein Körpergewicht von über 300 Kilogramm. Die lange Mähne, die sich von den Wangen bis über die Schultern hinweg ausbreitet, ist das markanteste Zeichen des Löwenmännchens. Besonders lange und dunkle Mähnen sind ein Zeichen für die gute körperliche Verfassung des Tieres und damit natürlich auch für seine Kampfkraft. Elefanten verfügen über ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Die Elefantenherden allerdings bestehen ausschließlich aus Kühen und Kälbern. Diese teilweise sehr viele Tiere umfassenden Herden werden in der Regel von einer sehr erfahrenen und mittlerweile unfruchtbar gewordenen Leitkuh geführt. Diese Leittiere sind in der Regel zwischen 40 und 50 Jahre alt. Die Größe der Herde variiert mit dem Nahrungsangebot. Ist viel Nahrung vorhanden, so schließen sich auch kleinere Familienherden zu größeren Herden zusammen. Bei akuter Nahrungsnot kommt es häufig vor, dass man einzelne Familien trifft, die lediglich aus 1 bis 2 Kühen mit ihren Kälbern bestehen. Ebenfalls nahrungsabhängig ist das Wanderungsverhalten der Elefantenherden. Während der Trockenzeit bewältigen die Herden dann durchaus Strecken von 50 bis 60 Kilometern pro Tag. Immer auf der Suche nach Nahrung,
und vor allem auf der Suche nach Wasser.